Moin Leute, ich sehe vielleicht gerade ein bisschen durch den Wind aus oder so und das bin ich auch. Ich komme gerade vom Bahnhof. Vom Bahnhof? Also Züge und so, wisst ihr? Ja. Und sehe erstmal 100.000 Minuten Verspätung ungefähr. Ein Zug fällt aus, der nächste hat 100 Minuten Verspätung. Ich so, danke, ich will ja nur zur Uni. Am Arsch. So, ihr habt jetzt hier fettes Licht von hinten und wisst ihr was? Ist mir ja. Damit müsst ihr jetzt klarkommen. Ja, heute war ein komischer Tag, aber was viel besser ist oder viel wichtiger ist, ist morgen. Beziehungsweise für euch sogar schon heute. Denn direkt im Anschluss zu diesem kleinen Stück Videokram kommt ein besonderes Video. Nämlich fahre ich morgen, beziehungsweise von euch aus jetzt gleich, zu Mark the Joker D. Und wenn euch mal auffällt, was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, ich bin ja, also wenn man meinen Kanalnamen nimmt und den zu einer Abkürzung macht, bin ich ja TJJ. Und Mark, dem ich den Namen The Joker gegeben habe, wäre dann TJ. Fuck, ist er zwei Drittel von mir? Jedenfalls fahre ich zu ihm. Weil wie ihr vielleicht wisst, Backfire New Reality, das Pen and Paper ist jetzt vorbei. Und Achtung, ich würde euch empfehlen, ab jetzt nicht mehr weiter zu gucken, wenn ihr das nicht vollständig kennt. Nämlich ist ja jetzt auch klar, wer jetzt alles überlebt hat bis zum Ende. Und zwar ist es halt nur der gute Mark, a.k.a. Egbert Edelbart. Und deshalb fahre ich zu ihm und interviewe ihn bezüglich Backfire New Reality und der Zukunft. Und deshalb nehme ich euch mit. Ab zum Mark! So, und dann ist es wieder Hallo! Sehr professionelles Interview. Das fängt schon mal sehr gut an. Ja, bevor wir jetzt mit allem anfangen hier, ich habe ja schon gesagt, es geht zu einem Interview mit dem einzig wahren Überlebenden Mark, a.k.a. Egbert Edelbart. A.k.a. Ja, Mann, also known as Beach. Nee, Winston Charles. Ach so, ja, sorry. So, und bevor es jetzt richtig losgeht, würde ich einfach mal ganz kurz, einfach so, falls du was zu sagen hast, das Wort an dich geben. Falls irgendwas ist. Hier in die Kamera, genau dort rein. Ja, also von mir aus kann es auch losgehen, ja. Okay. Dann hallo, Marc. Hallo. Es wird ein sehr professionelles Interview, das kann ich jetzt schon sagen, deswegen... würde ich einfach sagen, wir beginnen jetzt direkt von oben. Die Fragen sind sehr unsortiert, also ich bitte auch besonders euch da draußen, jetzt hier nicht zu viel zu erwarten. Es sind einfach so ein paar random Fragen, die was mit dem Pen & Paper Backfire New Reality zu tun haben. Wie gesagt, relativ durcheinander. Aber wir fangen jetzt einfach direkt an, auch ohne großen Einstieg. Wir fangen an mit Emotionen. Welche Gedanken hattest du denn zum Beispiel nach dem Tod von Jonathan? Also die sind ja generell eigentlich ziemlich gut zum Ausdruck gekommen, wie man in Folge 31 gesehen hat. Das habe ich übrigens den anderen auch nochmal gezeigt, also so Gina Sarah und so. Also ich weiß ja nicht, wie es in Discher geht, aber ich habe es noch nicht so verarbeitet. War schon ziemlich scheiße. Also ich weiß ja nicht, wie es in Discher geht, aber ich habe es noch nicht so verarbeitet. War schon ziemlich scheiße. War schon ziemlich scheiße. Echt mal, wo ist eigentlich Lischer? Lischer hat es uns möglich gemacht, den ganzen Plan hier über die Bühne gehen zu lassen. Der hat es nicht geschafft. Mich doch nicht an. Und
Also ja, also am Anfang war ich wirklich ziemlich nervös. Schüchtern, also habe mich ja wirklich sehr zurückgehalten am Anfang. Aber nach der ersten Aufnahme, das war so richtig, ich wollte richtig mehr. Das war wie eine Droge. Ja. Trauer, also. Also vor allem nach der dritten Aufnahmesession dann, bei Max. Ja, da sind wir noch nicht. Erstmal, bleiben wir erstmal bei Jonathan. Ach so. Die Emotionen nach Jonathans Tod. Also wir haben ja dann noch hier gesessen und drüber geredet, aber das war ja. Ja, war ja schon eigentlich unvermeidbar, aber trotzdem war es schon ziemlich schade, dass er nicht mehr da war. Ja, ich erinnere mich noch gut. War wirklich relativ krass, der Abend dann. Die Nacht. Stimmt. Wo wir dann noch das, die Arena eingenommen haben. Richtig, am Bahnhof. Ja, und als es dann weiterging, wie war das Ganze nach Elisha? Das war natürlich dann nochmal ein bisschen anders. Später. Also die Lust ist an dem Abend dann wirklich schnell gesunken. Also ich bin froh geworden, dass wir da dann so, ich sag mal, schnell noch fertig geworden sind. Ja. War halt noch eher weniger. Und in der Aufnahme hat ja auch Richard dann noch gefehlt. Richtig. Und da ist natürlich auch gleich wieder ein guter Übergang, weil Vince war ja dann auch irgendwann wieder da, sagen wir mal, aber halt auch relativ schnell wieder weg. Wie ging's dir da? Also als unser guter Freund, der Archer, da die Tür aufgerissen hat. Am besten zeigst du doch mal den Ausschnitt dann hier drinnen. Kann ich machen. Eine Überraschung für euch. Und zwar das Experiment meines Führers. Er reißt die Tür mit seinem Partner auf. Vince. Und ihr seht da drin Vince. Nein. Der aus dem Wagen steigt. Und damit möchte ich die heutige Session beenden. Es hat mir so Spaß gemacht heute. Wir haben trotzdem, also es ist wieder mal so. Solide. Und damit Mocky Mock. Mock Mock Mock. Nee, ich will nicht mehr. Okay. Ich war fertig. Und als es dann komplett geschehen war. Erleichtert. Sehr erleichtert. Das kann ich. Aber wir hätten ja wirklich alle richtig drauf gehen können. Mhm. Gestern habe ich ja Folge 48 gesehen. Mit meiner RPG-Aktion. Ah ja. Also ja. Kurz bevor wir Schaden ausgewürfelt haben. Erstmal die Sache mit dem Auto. Ja. Eine 1 gewürfelt und nicht getroffen. Ja, richtig. Aber das, also jetzt haben wir kurz hier über die Tode gesprochen, das ist natürlich trotzdem das, was ein Pen and Paper und natürlich auch ganz besonders ein Pen and Paper in der Apokalypse ausmacht. Niemand ist halt sicher. Und wenn halt jemand raus ist, dann ist er halt raus. Und das ist halt, ja, schade. Ich denke mal besonders für uns, weil wir uns ja auch als Menschen kennen und halt nicht so zu 100% immer in der Aufnahme waren, sondern halt auch wussten, der Typ ist dann halt auch weg bei der nächsten Aufnahme. Deswegen kann ich das auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Ja. Aber gut, gehen wir mal weg von der ganzen Trauer. Welchen Teil des ganzen Pen and Papers fandest du denn so am motivierendsten, am ansprechendsten insgesamt? So mal wieder ein paar positive Gefühle hier, also, weg von den Toten. Also am motiviertesten wirklich so das Ende von der ersten Aufnahmesession, inklusive der ganzen zweiten. Mhm. Bis halt aufs Ende von der zweiten. Weil, wo man sich dann endlich richtig drin gefunden hatte, da, also der Radius, wo sich die Entscheidungen so bewegt haben, der hat sich einfach vielfaches vergrößert. Ja. Und ja gut, der Kampf gegen Vince war auch ziemlich motivierend, dass wir nicht alle draufgehen kurz vor Ende. Und ganz zum Schluss hier mit meiner Entscheidung hier, dass ich die dann noch auf dem Rücken trage, bis sonst wohin. Respekt dafür übrigens nach wie vor. Wer hat denn überhaupt alles da überlebt? Ich? Na, das reden wir da nochmal drüber. Gut. Aber ich kann jetzt so viel nochmal kurz dazu sagen. Du, Ethan, Tommy. Und bei Enku ist noch so unbekannt, weil er zuvor kommt. Ja, der ist ja durch die Massen da durchgerannt. Genau. Und unser Comic hat sich ja... Bum, bum, bum. Okay, gut. Freut mich auf jeden Fall, dass dir so vieles, auch so große Räume, so sehr gefallen haben. Aber gibt es denn wirklich so ein ganz spezielles Event, was so dein persönliches Highlight war? Mein
persönlich. Ich weiß was. Wo Max und Richard Nachtwache hatten. Ja. Aus der Hüfte die 1. Das hat mir echt am besten gefallen. Ach ja. Herzlichen Glückwunsch an diese beiden Ficker. Aber natürlich im Umkehrschluss hatte natürlich auch das Pen and Paper seine Tiefen. Nicht nur seine Tiefen, weil jemand gestorben ist oder so, sondern natürlich auch seine motivationsbezogenen Tiefen. Also das halt mal, was nicht so interessant war, nicht so gut funktioniert hat, sich ein bisschen gezogen hat und so. Daher, welchen speziellen Teil des Pen and Papers, ohne zu untertreiben, fandest du am uninteressantesten? Am nervigsten, am unnötigsten, wie auch immer. Einfach also, hätte nicht sein müssen. Also, nee, unnötig finde ich jetzt nicht, aber am uninteressantesten kann ich eigentlich gleich vorneweg sagen, der Teil im Krankenhaus, weil ich da einfach nicht da war. Ah, ja, okay, natürlich. Ich habe gerade überlegt, Teil Krankenhaus war es doch erst am Ende, aber das sind Grund. Ja, okay, natürlich. Ja, das hat aber wirklich mit der Nichtanwesenheit zu tun. Das hatte ich mir hier auch so aufgeschrieben. Krankenhausteil, weil nicht anwesend. Okay, aber von den Stücken, wo du selbst mitgespielt hast? Am uninteressantesten. Oder nervigsten, wie auch immer. Irgendwas, einfach was dir am wenigsten gefallen hat, sagen wir es so. Abgesehen von den Toten? Ja, genau. Vielleicht auch. Also, wirklich was irgendwann wirklich unnötig wurde, in meinen Augen, Richies Pyromantie. Wahnsinn. Wir stehen auf dem Hochhaus und wir zünden es an. Gut, auch der Teil, der hat sich ganz schön gezogen, fand ich. Und der Haus in Emmas Haus. Der Teil in Emmas Haus. Das war eure Schuld. Ja, gut. Okay, kann ich nachvollziehen. Ich verstehe. Und gab es denn Stellen, die du, also bei denen du findest, dass die hätten besser sein können, dass man die hätte interessanter machen können? Oder machen wir die Frage allgemeiner, welche Verbesserungsvorschläge hast du allgemein für das Pen and Paper? Was hätte man besser machen können? Was hat das Ganze vielleicht ein bisschen runtergezogen oder weniger interessant gemacht? Oder allgemein einfach, was hätte man besser machen können? Jetzt so speziell für mich als Game Master oder auch für euch als Spieler oder beides. Ich denke mal, wir müssten alle ein bisschen aufmerksamer bleiben über die Zeit lang. Mhm. Bestes Beispiel war natürlich auch wieder Jonathans Kampf am Ende. Mhm. Ich finde, irgendwie müssen wir auch noch eine Lösung gegen dieses Metagaming finden, weil irgendwann platzt immer irgendwas raus. Ja. Ah, da lässt sich bestimmt irgendwas finden. Aber sonst. Kritik, ich brauche Kritik. Ach so. Ich kann mit Kritik, ich muss mit Kritik arbeiten. Du hattest zu wenig Matcharbeit dabei. Das geht an Andreas, der hat mir die gekauft. Du hättest die Pizza bezahlen können. Hab ich. Ich habe das Geld bis heute nicht von dir bekommen. Echt nicht? Nee. Oh. Eventuell auch ein bisschen konsequenter sein, falls es wirklich zu dem Metagaming kommt. Mhm. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht, inwiefern am besten. Okay. Also, dass man jetzt nicht unbedingt auf eine Mine tritt. Sich den Kopf an den Baum schlägt. Ja, das war. Aber das war Cheating, doppeltes Cheating, das war meiner Meinung nach gerechtfertigt. Ach so, und also jetzt habe ich ja gar nicht. Das nächste Mal ein Vorteil, den ich auch über das ganze Spiel behalten darf. Mhm. Ja, gut. Sicher, weil sonst wäre ich ja, oh, hätten wir den wirklich behalten, habe ich mal nochmal durchgezählt, ich wäre am Ende Level 30 sogar gewesen. Mhm. Aber sonst, ja. Okay, das kann ich auf jeden Fall alles erstmal nachvollziehen. Und ich, warte mal, und hier das Nachteil streichen würde ich komplett rauslassen. Bei Level 10. Haben wir ja letztendlich. Ja, gut. Ja. Aber ja, also es kann falls die Idee nochmal aufkommt. Mhm. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das mit dem Vorteil, das ist auf jeden Fall was ich vollkommen verstehen kann, ist mir auch beim Schneiden aufgefallen. Der Vorteil war cool für dich, aber war dann letztendlich halt, ja, ist richtig, war doof, dass er dann irgendwann weg war. Kann ich verstehen. Und auch das, was du gesagt hast mit dem konsequenter sein, kann ich vollkommen nachvollziehen. Das habe ich über das ganze Pen and Paper gemerkt. Ich hatte immer Angst, um mich kurz zu rechtfertigen, dass wenn ich konsequent bin, wie es sich eigentlich gehört, dass ich vielleicht euch ein bisschen die Motivation stehle, wenn halt wirklich mal so richtig was schief geht, weil ihr halt eigentlich Scheiße gebaut habt sozusagen oder zu lange gebraucht habt für was. Das hätte so häufig passieren müssen eigentlich, aber ich habe es mich nicht getraut, um ehrlich zu sein. Und da kann ich aber versprechen, wenn es ein zukünftiges Pen and Paper Projekt geben wird, dann ja, werde ich definitiv konsequenter sein, hundertprozentig.
Und da müsst ihr euch halt auch damit abfinden. Aber das ist vollkommen richtig, was du gesagt hast. Apropos nächstes Pen and Paper. Wärst du denn bei einer nächsten Staffel vielleicht sogar Backfire New Reality dabei? Also Backfire auf jeden Fall, ja. Solange ich Eggbert bleibe. Angenommen, du wärst nicht Eggbert? Ich denke mal doch, trotzdem. Aber es wäre nicht dieses Edelbart-Feeling. Natürlich, natürlich. Rasender Reporter. Okay. Also du sagtest, ja, in beiden Fällen. Warum? Weil es mir an sich sehr viel Spaß gemacht hat, auf jeden Fall. Okay. Sicherlich war es nur halt zeitlich immer ein bisschen ungünstig, weil wir alle halt so verschieden sind zur Zeit einfach. Mhm. Aber sonst, ich denke mal, in einer Session hätten wir das auch nicht machen können. Mhm. 4 Sessions fand ich auch schon, waren noch 4, ne? Ja. Habe ich übrigens sehr überrascht. Ich hatte tatsächlich beim ersten Mal gedacht, dass wir das innerhalb einer Session schaffen können, aber da habe ich mich so heftig geschnitten. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu einer etwas kreativeren Frage. Also nicht nur was mit Nachdenken, was so war und wie man das so fand und so, sondern wenn du selbst in der Rolle wärst, die nächste Pen and Paper oder sogar die nächste Backfire New Reality Staffel schreiben zu müssen, rein hypothetisch, welches Szenario, also von Gegenden und von den Figuren her und so weiter. Wo würde sich das bewegen? Was wäre für dich da am interessantesten? Na, ich denke mal, noch ein paar mehr menschliche Gegner oder NPCs wären auf jeden Fall meine Idee. Also diese Mischung zwischen Stadt, andere Stadt, Safe Zone, Wald, abgebranntes Dorf. Nee, da waren wir gar nicht. Mhm. Eventuell, aufs Wasser will ich nicht. Nicht, solange ich Eckbert Edelbart bin. eventuell noch sowas wie Mutation vielleicht einbauen. Mhm. Aber sowas wie Vince, nur eben nicht ganz so fett. Mhm. Also, dass jetzt nicht jeder Zweite sowas wie Vince hat. Vielleicht alle paar Kapitel oder so mal wirklich ein paar mehr Bossgegner. Aber sonst... Ja, auch mehr Menschen und ich würde auch versuchen, noch ein paar mehr Bosse einzubauen. Aber sonst so gegnenmäßig würde ich eigentlich nichts weiter daran verändern. Vielleicht jetzt nicht unbedingt nochmal in Kingsland. Mhm. Vielleicht kannst du noch eine Halbinsel ranbasteln. Vielleicht, wo wir am Anfang mit dem Boot hinschippern müssen. Ich verstehe. Aber nicht so lange, wie ich fertig der Bord bin. Ja. Könntest du dir denn auch vorstellen, auch rein hypothetisch, eins der zukünftigen Pen and Papers oder vielleicht sogar eins der zukünftigen Backfire New Realities als Game Master zu leiten? Ich denke ja nicht, weil ich glaube, dafür bin ich nicht kreativ genug zum einen und ich hätte auch gar nicht die Zeit, mir das alles auszudenken. Generell, ich habe ja selber schon kaum Entscheidungen gefunden in dem Pen and Paper, also bis so feinste. Aber so Haufen Entscheidungsmöglichkeiten ausdenken, inklusive dazugehöriger Konsequenzen, das könnte ich glaube ich nicht. Okay. Da sind wir mit dir schon ganz gut bestückt, glaube ich. Danke. So, kommen wir nochmal zurück zum Inhaltlichen. Also nochmal eine rein inhaltliche Frage. Es gab ja nun nicht gerade wenige Charaktere in dem Pen and Paper. Also. Da waren ja schon hier und da die Leute, sei es nur Familie Emma in Brightstop und Kronos, die ganzen Bewohner von Kronos, die Frau aus Scratch oder auch die ganzen Leute, die ihr nie kennengelernt habt. Oder natürlich auch ein paar Leute ganz am Anfang in New London, am Ende in Georgetown und auch die Leute, die ihr hier und da zwischendurch mal kennengelernt habt. Aber letztendlich haben es ja nur wenige richtig bis zum Ende geschafft. So ziemlich alle, die ihr kanntet, sind entweder unbekannt weg oder tot oder untot. Ja, am Ende geschafft haben es, wie vorhin schon gesagt, du, Ethan und Tommy. Und Enku ist auch mit in das Krankenhaus gerannt, aber war völlig blutüberströmt und ist durch die Massen gelaufen. Was mit ihm ist, man weiß es nicht. Der Rest ist weg. Man weiß es nicht oder tot. Aber rein hypothetisch, rein fiktiv kann man sich ja trotzdem vorstellen, was wäre, wenn. Und daher meine Frage. Welches Team hättest du dir denn für das Ende gewünscht? Welche Leute, sagen wir mal so bis
maximal 8 Leute hätten es am Ende ins Krankenhaus schaffen sollen. Jetzt von allen, die wir gekannt haben? Von allen, die ihr getroffen habt. Mich dich eingeschlossen, ja. Und also das werde ich mir jetzt auch notieren, ja, was du da aufschreibst, weil ich das interessant finde. Also ich? Oh, echt? Okay. Ja, hätte ich so gedacht, ja. Wenn ich darf. Ja, klar. Jonathan. Ja. Elisha. Natürlich. Cormac. Echt? Vince. Ja, da muss schon mal die Spieler. Das ist jetzt auch schon die Reihenfolge, wie ich es am liebsten dabei hätte. Ah, okay. Das sind schon 5. Sagen wir mal bis 10. Machen wir es mal. Weil ihr habt ja wirklich viele Leute getroffen. Deswegen. Bei dem. Ich bin mir nicht. Ich heb mir den auf. Ich denke nochmal drüber nach. Ethan auf jeden Fall. Ja. Aber wir gehen jetzt wirklich von unversehrt aus, ne? Also jetzt nicht unbedingt gebissen. Ja, wir gehen von unversehrt aus. Gut. Dann. Kannst du ruhig mal dazu sagen, warum? Also Ethan war ja uns eigentlich immer ziemlich gut eigentlich geholfen hat und der jetzt auch nicht hier völlig ausgerastet ist. Als ich versucht habe, nochmal zu erklären, wer ich eigentlich bin, da am Flussufer. Mhm. Enko ist ja komplett freigetreten. Den will ich auch nicht dabei haben. Melvin, weil er uns in der Safe Zone eigentlich immer ganz gut dabei geholfen hat, so insgesamt einfach. Jetzt bin ich bei 7. Ja. Na gut, ich will ihn doch dabei haben, Tommy. Mhm. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, denke ich mal, würde der wissen, was wir am besten machen. Um eine Alternative dabei zu haben, natürlich Lizard. Der wüsste wahrscheinlich auch, wie man eventuell noch andere Monarchen stürzen könnte. Um das mal ganz kurz hier einzuwerfen, ich habe gerade mal nachgezählt. Ihr habt insgesamt 41 Leute in dem Pen and Paper getroffen. 43 Leute, Entschuldigung. Wenn ich da nicht irgendwen vergessen habe, in die Liste zu schreiben. Das heißt, das hier wäre dann theoretisch schon ein Viertel der ganzen Leute. Boah. Große Gruppe. Aber wenn man bedenkt, ihr habt natürlich auch viele Leute getroffen, die gar keinen Namen hatten. Und so, die sind da jetzt gar nicht mit reingezählt. Und von den Leuten, die irgendwie relevant waren und einen Namen hatten, das waren 243. Ich war gerade echt zwischen 3 Leuten. Ja, ein Platz ist noch, theoretisch. Der alte Emma war William, ne? Und der Junge war George? Nee, der alte, der Verstorbene war George. Und der Junge war William? Genau, der in der Kirche. Und jetzt würden wir auch davon ausgehen, dass der alte noch lebt. Okay. Als Arzt jetzt quasi. Okay. War ja Arzt. Und der dritte ist Hansi. Oha. Weil Hansi so richtig krasser Ficker ist. Der war natürlich auch in meinem Team. Grün? Blau? Mhm, grün. Grün, grün. Verarzten könnte immer noch in der Lischer, ne? Mhm. Pff, ja, und dann Jägerboy, den braucht man nicht, sind ja alle krass genug. Ach, nimm Hansi. Hansi hätte ich gerade dabei. Also deine Gruppe, deine Traumgruppe für den Abschluss wäre gewesen: Egbert, Jonathan, Alicia, Cormac, Vince, Ethan, Melvin, Tommy, Lizard und Hansi. Wenn man jetzt also alle Spieler zählt und dann die, die es letztendlich geschafft haben, sind tatsächlich also nur 3 Leute, die dir sozusagen gefehlt haben. Das sind Melvin, Lizard und Hansi K. Das kann ich mir. Das werde ich mir auf jeden Fall gut merken. Hm, okay, wir machen weiter. In der Gruppe, die es jetzt aber letztendlich geschafft hat, ja, Egbert, Enko, Ethan, Tommy, welche Vorteile bzw. Chancen und welche Nachteile bzw. Gefahren siehst du in der Gruppe? Besonders in Bezug auf halt das, den zukünftigen eventuellen Storyverlauf und das zukünftige Gruppenleben, Zusammenleben im GSIH, also im Georgetown Instant Help Krankenhaus Hospital.
Weil du kennst ja nur alle zumindest ein bisschen. Also, Vorteile würde ich mir erstmal mit Ethan erstmal in einräumen, aber dass wir uns eigentlich ja quasi irgendwie nie irgendwie gestritten oder sowas haben. Mhm. Sind doch, also er ist jetzt durch mich nicht so durch zu Schaden gekommen, außer im Gegensatz zu zum Beispiel Cormac am Fenster. Oder ich selber. Der Axt. Boah, ich hab irgendwas im Auge. Das gute alte Auge. Tommy, ich weiß nicht, ob es ein Vor- oder ein Nachteil ist, dass wir uns so gut kennen und schon viel erlebt hatten. Ich denke auch eher Vorteil. Der einzige Nachteil an ihm wird jetzt, oder der einzige gravierende Nachteil wird wirklich sein, dass ihm ein Arm fehlt. Mhm. Sind wir mitverantwortlich? Also ich will uns nicht die ganze Schuld geben, dann hat er auch ein bisschen selber noch zu knabbern. Oder Tommys. Enku, naja. Ne. Aber wenn du jetzt siehst, dass diese vier Personen jetzt zukünftig wahrscheinlich eine Weile gemeinsam leben in einer Gruppe, was denkst du, könnte das irgendwie für Ungereimtheiten geben? Oder inwiefern könnte das auch das Gruppenleben positiv beeinflussen? Eben genau dieses Zusammenleben von diesen Vieren oder bestimmten Personen davon. Also Vorteil, dass wir eigentlich alle ziemlich ausgeglichen sind. Wir können uns alle auf eigene Faust verteidigen. Ich könnte auch ein bisschen verarzten, je nachdem wie es ist. Puh, nur falls meiner durchdreht, ist halt nicht so schön. Ich habe keine Heilkunde sehen. und ein großer Nachteil wird, glaube ich, quasi wer die Gruppe dann im Endeffekt anführt. Da wird sich wahrscheinlich es wird zu keinem Ergebnis kommen. Ich denke mal, jetzt würde sich noch entweder zerstreuen in quasi ich und Tommy und die beiden Sniper und wir gehen alle auseinander, denke ich mal. Mhm. Aber es leben ja auch noch ganz viele andere Leute eventuell. Also mindestens vier Leute habt ihr im Krankenhaus schon gesehen. Die 12 Wochen. Ja, dann Kian und der hat noch davon gesprochen, Julian, dass wir ihm Julian erzählen müssen. Ja. Na gut. Ja, das wäre dann meine Antwort. Okay.